Moin, mein Name ist Nico der Profi und heute zeige ich euch meine Top 5 PvE-Spots auf The Island. So, und ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht lange. Wir fangen an mit dem ersten Spot und der erste Spot ist hier auf der Karte. Ich zoome euch das mal heran. Diese kleine, schöne Insel hier. Und zwar ist es die Pflanzenfresserinsel. Und ich meine, man hat hier seine Ruhe. Sie sieht schön aus. Ihr habt hier eine Wasseranbindung. Ihr habt hier Rohstoffe. Das heißt, ihr bekommt hier auf jeden Fall Stein, Holz, Metall. Und eben auch einige Pflanzenfresser-Dinos, die sich hier so tummeln. Also ihr habt hier Stegos, ihr habt hier Triceratops. Ihr habt hier auch Ankylos, mit denen ihr dann Metall farmt. Könnt und eben auch Brontos, die sich hier tummeln. Und ihr habt eben hier diese Bucht, an der ihr dann anlegen könnt. Hier könnt ihr eure Wasserdinos parken. Von hier aus könnt ihr die Unterwasserwelt auf jeden Fall auch erkunden. Ist auf jeden Fall ein sehr anfängerfreundlicher Spot, würde ich sagen. Weil sobald ihr einen Floß habt, könnt ihr hier auf jeden Fall rüber und euch hier ausbreiten. Ihr habt hier noch eine coole Einbuchtung quasi, wo ihr dann auch eben euer Haus hinsetzen könnt. Gewächshaus, keine Ahnung was. Hier ist auf jeden Fall genügend Platz. Ist auf jeden Fall ein richtig schöner Ort. Ist jetzt bei mir aber an Platz 5, weil es sind gar keine Fleischfresser hier, was ich persönlich halt ein bisschen langweilig finde. Ein weiterer Nachteil ist halt, wenn wir uns das jetzt nochmal auf der Karte angucken, ihr müsst halt immer echt ganz schön weit fliegen, um irgendwo hinzukommen, zum Beispiel zum Vulkan oder so. Wenn ihr mal größere Mengen mit Kristall braucht, dann ist es auf jeden Fall schon ein weiter Weg. Vorteil allerdings, ihr habt auch den grünen Ark hier in der Nähe, das heißt, wenn ihr Bossfights machen wollt und so weiter, seid ihr da auf jeden Fall gut aufgestellt. Kommen wir zu Platz Nummer 4 und zwar befindet sich der auf der Karte einmal hier. Also sehr nah an Basespot Nummer 5 und zwar ist das eben diese ganze Ebene, die ihr hier habt. Ihr habt hier auch wieder sehr, sehr viel Platz zum Bauen. Könnt ihr wunderbar nutzen. Ihr habt hier halt die Klippen und müsstet euch halt eben so ein bisschen absichern, dass euch hier nichts angreifen kann. Also an wilden Dinos habt ihr aber auch auf jeden Fall Zugriff auf viele Ressourcen. Ihr habt hier einen riesigen Wald direkt nebenan, habt da also kein Holzproblem und auch kein Steinproblem. Und außerdem habt ihr eben hier auch die Wasseranbindung, ähnlich also wie auf der Pflanzen. Fresserinsel, könnt also auch schnell die Unterwasserwelt erkunden. Und was eben auch ein weiterer Vorteil ist, beziehungsweise was einfach cool ist an der ganzen Geschichte, ihr habt direkt hier unten in so einer Einbuchtung eben auch direkt einen Höhleneingang, das ist die Lavahöhle und hier liegt auch noch der ein oder andere Schlafsack von unseren Servern-Aktionen rum. Ist auf jeden Fall eine feine Sache, direkt eine Höhle bei sich in der Nähe zu haben, ist ein bisschen schwieriger die Höhle, würde ich sagen, also jetzt nicht ultra schwer, aber ein bisschen. Da habt ihr also auf jeden Fall direkt Zugriff drauf und in der Nähe ist auch noch ein Stück vom Sumpf, den wir hier hinten einmal sehen, das heißt, ihr seid ihr auch ganz gut aufgestellt auf jeden Fall. Und eben nicht zu vergessen, der grüne Ark ist eben auch sehr nah dran. Das heißt, für Bossfights und so weiter seid ihr wieder gut aufgestellt. Kommen wir einmal zu Basepot Nummer 3. Auf der Karte sieht das wie folgt aus. Wir befinden uns hier in einem Art U auf der linken Seite der Map. Da bin ich auch wieder. Und zwar haben wir hier wieder eine sehr, sehr schöne Ebene. Wie vorher auch schon. Und hier ist wieder also eine Menge Platz zum Bauen. Ihr könnt das hier wieder gut absichern mit ein paar Spikes, damit nichts reinfällt. Und könnt dann eben hier auch wieder gut bauen, könnt gut züchten, könnt eure Sachen eben hier hinsetzen, wie ihr wollt. Ihr habt eine wunderbare Wasseranbindung. Das heißt, ihr habt Wasser fürs Gewächshaus, ihr könnt wieder die Meere erkunden. Und Vorteil ist hier, ihr habt natürlich einmal den roten Ark in der Nähe. Und wenn wir auf die Karte gucken, dann ist der Vulkan auch nicht so weit weg, was ich immer irgendwie wichtig finde. Ich weiß nicht warum, aber man bekommt da eben viel Metall und man bekommt da viel Kristall. Und irgendwie ist das halt eben so ein zentraler Ort für mich. Keine Ahnung warum, aber ist so. Deswegen auf jeden Fall Base Spot Nummer 3. Und für mich deshalb auch eben vor dem Lava-Höhlen-Spot. Wie gesagt, ihr habt hier wieder viel Platz. Ihr habt hier sehr viel Material in der Nähe, was ihr benutzen könnt. Wasser ist unten da. An sich eben ein sehr, sehr schöner Ort zum Bauen. Kommen wir zum Base-Spot Nummer 2 auf meiner Liste und zwar befinden wir uns auf der Karte hier. Das Ganze nennt sich Hidden Lake beziehungsweise auch von den Ark-Spielern Paradise genannt. Und wahrscheinlich für viele von euch so ein Ding, warum ist das nicht Platz 1? Gefällt mir einfach nicht so gut wie die Nummer 1. Und zwar haben wir hier in der Mitte eben einen schönen See, wo auch Biber spawnen. Es gibt hier eben auch Biberdämme. Wir haben das, glaube ich, ein bisschen zu sehr zugebaut jetzt damit unser kleinen Zuchtstation, deswegen sind sie jetzt gerade nicht da. Auf jeden Fall habt ihr hier eine Menge Platz, um eure Dinos hinzustellen, um zu züchten, um zu bauen. Man sieht das bei uns hier ein Haus, kleines Gehege, ein bisschen Gewächshaus-Action ist hier auch am Start und ihr könnt das Ganze eben ganz gut sichern, indem ihr hier oben die Spikes aufstellt, wie wir das gemacht haben. Dann fällt in der Regel eigentlich auch nichts rein und ihr habt hier eben auch drei Eingänge, die ihr sichern könnt. Hier mal Metalltor stehen, wäre dann Eingang Nummer 1. Ein weiterer wäre einmal gerade durch, da wo jetzt der rote Drop ist und einmal
hier rechts gibt es noch einen Eingang. Und da müsst ihr halt eben gucken, dass ihr das so ein bisschen absichert, damit ihr eure Ruhe habt vor wilden Dinos. Teilweise können eben hier auch Raptoren drin spawnen in Paradise. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr da ein bisschen was stehen habt, was euch dann eben, gerade wo wir davon sprechen, da läuft einer. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr da was stehen habt, was euch dann verteidigt auf jeden Fall. Hier wäre dann der andere Eingang, von dem ich eben gesprochen habe. Könnt ihr einfach auch absichern. Und ja, ihr habt eben auch viele Möglichkeiten. Ihr seid hier nah an Ressourcen dran, jetzt nicht ganz so nah am Vulkan. Ihr seid jetzt nicht so nah am Vulkan dran, wie jetzt bei Baseport Nummer 3 oder bei Nummer 1. Aber ihr kommt da auf jeden Fall hin. Ihr habt genug Berge in der Nähe, um Metall und Kristall zu bekommen. Und ihr seid vor allem auch in der Nähe des Schneebioms, was sehr gut ist, weil ihr braucht bestimmt für die Bossfights ein Aloe oder wollt einen Mammut haben oder keine Ahnung was. Und das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und so kommt ihr auch gut an organisches Polymer ran, indem ihr einfach die Pinguine kaputt klatscht und die farmt. Ist also alles in allem auch ein sehr, sehr guter Base-Spot, der auch Spaß macht. Wir haben uns diesmal eben hier ausgelassen. Vor uns war noch ein anderer Tribe hier, der uns das dann freundlicherweise belassen hat. Also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr beliebter Spot unter den Ark-Spielern auf The Island, aber eben nicht meine persönliche Nummer 1. Kommen wir dann einmal zu meiner persönlichen Nummer 1. Und zwar befindet sich das auf der Karte einmal hier. Das ist nicht so weit weg von Spot Nummer 3. Und hier haben wir eben ein Redwood direkt anschließend. Wir haben hier ein Sumpfbiom direkt anschließend. Und wir haben hier eben dann auch Wasser. Das Einzige, was wir nicht haben, ist eben so eine direkte Meeresverbindung, weil wir natürlich auch ein bisschen im Landesinneren sind. Hier hat jetzt schon jemand gebaut, weil wir auf dem Server unterwegs sind. Und ich finde, das ist einfach vom Aussehen ein mega schöner Spot. Wir haben hier zwei Ebenen, auf denen man bauen kann. Einmal hier unten eben. Wenn man klein anfängt, kann man das am besten, kann man das erstmal besser verteidigen. Und dann haben wir eben noch oben hier den Spot und das Ganze eben auch weiter ausbauen kann, sodass man das auch gut verteidigt bekommt. Und das erstreckt sich eben sehr, sehr weit. Das heißt, man hat hier genügend Platz zum Züchten. Für einen Riesenstamm ist das eben ideal hier eigentlich. Sehr viel ebene Fläche, kann man sich alles wegklöppeln mit den Steinen, dann kann man eben hier auch wunderbar bauen. Ein weiterer Vorteil ist eben, dass man nicht weit jetzt hier weg, wenn man hier ein bisschen das Wasser entlang fliegt, dann sind hier in der Regel auch Biber-Spawns, die jetzt gerade nicht da sind, warum auch immer, aber hier bekommt ihr eben auch dann Zement von Bibern. Könnt euch eventuell einen Biber zähmen, damit ihr eben Holz farmen könnt und so weiter. Die befinden sich dann immer hier im Wasser. Und wenn wir uns jetzt mal ein bisschen von dem Base-Spot wieder Richtung Spot Nummer 3 bewegen, dann sehen wir hier, haben wir einfach auch so eine, dann haben wir so eine kleine Schneise. Ich weiß, das ist jetzt nicht das richtige Wort. Mir fällt gerade das richtige Wort dafür nicht ein. Aber auf jeden Fall habt ihr dann hier nochmal eben eine Ebene, auf der ihr auch bauen könnt, die ihr auch gut absichern könnt. Das heißt, ihr habt im Prinzip so drei Base-Spots in einem und könnt hier auch nochmal wunderbar bauen. Das ist super eben hier. Habt ihr eben die verschiedenen Ressourcen, die ihr braucht. Und dadurch, dass ihr eben auch die Sumpfanbindung hier unten habt, da könnt ihr einfach easy runterlaufen. Einfach hier ein Stück in den Sumpf rein. Wenn ihr hier einfach ein Paarer habt, den ihr auf Geschwindigkeit und ein bisschen Gewicht skillt, dann könnt ihr unglaublich viele Beeren dort unten farmen. In sehr, sehr kurzer Zeit. Und Vorteil ist eben, ihr habt den Vulkan sehr, sehr nah dran, was ich mega gut finde, weil Kristall, Metall und so weiter. Und ich mag den Vulkan irgendwie. Ihr habt Redwood, ihr habt den Sumpf und ihr habt den roten Ark im Hintergrund. Das heißt, wenn ihr Bossfights machen wollt und so weiter, dann müsst ihr auf jeden Fall nicht zu weit. Ist also im Allgemeinen so mein absoluter Lieblingsspot irgendwie. Ich baue hier sehr gerne. Haben wir diesmal auf dem Server nicht gemacht, warum auch immer. Aber es ist ein mega nicer Spot einfach, weil er so viele Möglichkeiten bietet. Ich würde sagen, das war es dann auch soweit mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, kannst du natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn du mehr Videos sehen willst, Tutorials, Guides und Let's Plays rund um Ark, dann kannst du den Kanal gerne abonnieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und ciao.